Wann wir schreiten, Seit an Seit, das ist Tradition am Ende eines jeden SPD-Parteitages. Selten zuvor aber waren Liedtext und Realität so weit auseinander. Martin Schulz ist als Vorsitzender wiedergewählt. Hinter vorgehaltener Hand äußern Parteifreunde aber Zweifel an seinen Führungsqualitäten. Ergebnisoffene Gespräche mit der Union werde er führen, sagt er auch heute wieder. Manche in der Partei fürchten, er wolle sich in eine große Koalition retten. Die Botschaft, die von diesem Parteitag ausgeht, ist, wir drücken uns nicht davor, Verantwortung zu übernehmen, wie das andere in diesem Lande tun. Wir sitzen nicht in einer Schmollecke, aber ihr habt den Karren an die Wand gefahren. Das ist der Unterschied zwischen euch und zwischen uns. Große Koalition auf keinen Fall. Dokumente der Ablehnung gesammelt von der Jugendorganisation der Partei. Im jüngsten ZDF-Politbarometer finden 52% der SPD-Anhänger eine große Koalition aber gut. Auf der Reise von der zunächst angestrebten Opposition bis zu einer großen Koalition sehen andere noch einen dritten Weg. Und eine Minderheitsregierung wäre ein solcher Mittelweg. Er würde bedeuten, dass wir uns in wesentlichen Themen für Deutschland wirklich verabreden, verlässlich verabreden, beispielsweise über die Europapolitik, dass aber CDU, CSU die Regierung sind und dass man in anderen Punkten tatsächlich es der Regierung überlässt, wo sie die Mehrheit im Parlament dann auch organisiert. Mit uns zieht die neue Zeit. Für die SPD heißt das möglicherweise vorwärts in die GroKo-Vergangenheit.